Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubana, wir spielen mit anderen zusammen in Twin Peaks und bekämpfen eine Kategorie. Das ist doch schön, das ist eine schöne Mission, die macht Spaß. Ja, ich habe auch Kaffee, auch ohne Praktikant. Und von daher werden wir mal sehen. Was wir denn da so bekommen. Oh, was war das denn? Sah aber nicht gut aus. Ja, komm ruhig durch. Okay, man scheint schon recht weit zu sein hier. Denn, das sieht schon nach, da ist schon gebaut worden aus. Jo, da können wir noch ein bisschen helfen. Schön wär's. Entschuldigung. Indem wir hier das ein oder andere. Geht nicht. Upgraden. Verdammt, jetzt hänge ich auch noch fest. Und jetzt hänge ich nicht nur fest, jetzt komme ich nicht mehr raus. Doch. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. So, da war noch irgendwo einer. Ah, wo ist die? Wo ist denn der Lobe? Der Lobe. Kennt ihr die, Lobe? Es gibt's doch gar nicht. Irgendwo ist doch hier was. Oh, tatsächlich. Ist das dein Ernst? Jo. Ist mein Ernst. Ich glaube eigentlich. Dass ich den hier mal mitnehmen könnte. Ist noch irgendwo einer? Es ist eine Möglichkeit zu bauen, die ich auch noch nicht so gesehen habe. Also wenn ich das richtig sehe, ist das zweifach ineinander gebaut, das Ganze. Also, was ich damit vielleicht sagen will, mit diesem Satz, eine Methode zu bauen, wie ich sie auch noch nicht gesehen habe. Es gibt nicht die eine Methode. Hallo? Was ist denn die? Ja, ich muss sehen. Das war einfach sehr cool. Ja, ich mach mit. Das ist genug,
Jo, also ich habe jetzt beim Bauen nicht so wirklich viel geholfen, aber dafür war ich einfach zu spät da. Und von daher ist es völlig in Ordnung, wenn man dann einfach auch mal nur sozusagen mehr oder minder ich sag jetzt mal, es hört sich jetzt böse an, abstaubt, was sich aber wirklich böse anhört, weil es natürlich gar nicht so ist. Also, so ist es nicht. Da, ich gehe mal darüber. Ich glaube, da ist die Hilfe mehr gebraucht. Da schadet es, glaube ich, nicht, wobei ich das richtig sehe. Ist hier hinten keiner. Wäre also sinnvoll, hier mal durchzugreifen. Da ist schon einer ganz weit. Den holen wir uns. Und dann hätten wir hier wieder aufgeräumt. Wir können hierher zurück. Was ist das denn jetzt seit neuestem? Hab ich den Eindruck, dass der nette Move hier, der schmeißt den nicht mehr um. Ist das neu? Ist das eher Zufall? War da nicht gerade noch ein zweiter? Oder bilde ich mir das bloß ein? So, ich glaube, wir müssen darüber. Und zwar dringend. Es wirft ihn nicht mehr um. Das war doch anders. Da wette ich doch, dass das vorher anders war. Also ganz sicher. Weil das war ein Teil meiner Taktik, gegen die vorzugehen. Da oben steht einer. Komme ich da hin? Nee. Ach, der ist weg. Gut. So. Da hinten sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen aufräumen. Zap. Es ist irgendwie sehr großflächig heute hier, dieses Spiel. So, ist schon wieder leer. Na, die nehmen wir mit, die Kiste. Sehr schön, das läuft echt sehr, sehr entspannt. Also dafür, dass das echt so großflächig ist, läuft das echt sehr, sehr entspannt. Autsch. Ey. Ja,
Man schmeißt sie nicht mehr um. Das ist doch neu, oder? Bug. Ja, endlich. Auf den haben wir gewartet. Sehr schön. Habe ich hier den Vorrat gar nicht mitgeräumt. So. Sag mal, wo sind sie denn? Wirklich extremst verteilt heute hier. Aber hier unten scheint irgendeiner drin zu sein. Haben wir einen Fehler gemacht hier im System. Ganz eindeutig. Sonst komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Ah. Gott, es war hier echt zugebaut, aber da war eine Lücke, ne? Schade eigentlich. Also es war extrem großflächig, muss ich sagen, dieser Kampf. Aber lief ja gut, also ich meine, kann jetzt nicht meckern, dass es schlecht lief. Aber dadurch war man ständig am Hin und Herrennen. Also da hat sich jetzt tatsächlich der Entdecker als ganz praktisch erwiesen. Und dann gucken wir mal, was Lohnung gibt. Das ist ja immer das Nette, wenn man es nicht weiß. Also, weil man nicht nachguckt und weil man eben mit anderen zusammenspielt, dann sucht man sich es ja nicht raus. Sondern es ist eben, jo, mal dies, mal das. Ja, das ist immer schön. Gold ist auch klar. Vorteil Plus auch sehr schön. Und 90.000 überlebenden EP. Okay, und ein Überlebender. Und dann nochmal Vorteil Plus in Episch. Sehr schön. Und wir haben noch Vorteil Fix und nochmal Vorteil Plus in Episch. Ja, wunderbar. Vorteil Plus in Episch ist, glaube ich, das, was mir tatsächlich ganz gut fehlt momentan. Von daher freue ich mich.
Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und wenn dem so ist, dürft ihr natürlich gerne ein Abo dalassen, natürlich auch die Glocke aktivieren und wenn euch dieses Video speziell gut gefallen hat, würde es mich natürlich auch freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben macht. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.